Hören, also ist noch eine Möglichkeit. Hinter jeder dieser Türen war bereits eine der Größen des NS-Regimes von Wien in Gewahrsam. Es war ja für mich die Entscheidung, was soll jetzt geschehen. Ich habe keinen von meinen Ansprechpersonen nicht mehr erreicht. Das letzte Gespräch, das ich mit Stauffenberg geführt habe, war ein Glück für mich, dass ich schon, wie ich seinerzeit in Berlin war, ausgemacht habe, ja, wenn ich dringende Sachen sind, die nur er hören, soll ich mich mit einer Stiefelausgabestelle in der Bendlerstraße verbinden und von dort kann nicht gehört werden, die interne Leitung ins Allgemeine Heeresamt. Und das hat mich gerettet und natürlich auch, dass die Freunde dort dicht gehalten haben. Ich beschuldige Sie alle, die Sie hier versammelt sind, des Hochverrats. Des Hochverrats an unserem Führer Adolf Hitler. Sie haben dem Führer einen heiligen Eid geschworen. Und Sie haben ihn gebrochen. Ein schlimmeres Verbrechen gibt es nicht für einen Offizier. Im Namen des Führers und als oberster Gerichtsherr des Ersatzheeres ordne ich hiermit Ihre standrechtliche Erschießung an. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Es dauerte in Österreich Jahrzehnte, bis man sich zur Ehrung jener entschloss, die unter Einsatz ihres Lebens bewiesen hatten, dass nicht alle Deutschen und Österreicher Nationalsozialisten waren. Jeden Augenblick habe ich Angst gehabt, die Tür geht auf. Und die SS kommt herein, oder das Telefonat, und so ist das Telefonat gekommen, und hat man gesagt, bitte, Sie sollen zum Chef des Stabes kommen. Also, da habe ich zwei Dinge gemacht. Ich habe meinem Freund, den Hauptmann Huth, der ja einer der gewesen ist, habe ich also den Abschiedsbrief gegeben an meine Frau. Und in der zweiten habe ich die Pistole aus der Lade genommen und habe sie mir eingesteckt und bin zum Ding. Und da hat mich der Kollege mit den Worten empfangen. Sie kommen mit der Pistole in der Hand? Sag ich, ja, ich war schon am Weggehen, ich habe Koppel und Pistole, Normalschlag. Und da hat er mir einen Befehl des Oberkommandos des Heeres, ein sogenanntes KR-Fernschreiben, und er reichte es mir hinüber. Und ich las es noch einmal und konnte es nicht glauben, denn dort stand drinnen, dass ich damals der Hauptmann und Leiter der Abteilung zum Major und Leiter einer selbstständigen Außenstelle des Oberkommandos befördert wurde. Das ist offensichtlich die letzte, bisher nicht bekannte und entscheidende Tat der Leute des 20. Juli gewesen. Das ist also einer der Zufälle gewesen, für die ich nichts kann. Und das ist das dritte oder vierte Mal, wo ich nur nach oben geschaut habe und gesagt habe, Dankeschön. Dieses Mal wird nun so abgerechnet, wie der Nationalsozialismus gewohnt ist. Jeder Deutsche, ganz gleich, wer er sein mag, ist Pflicht, diesen Elementen nur sofort. Obwohl fast alle Beteiligten des Stauffenberg-Attentates innerhalb weniger Stunden nach dem missglückten Attentat standrechtlich hingerichtet wurden, gab Karl Sokol nicht auf. Wenige Monate später startete er in Wien die Operation Radetzky. Es ist so lang gegangen, bis ich das Gefühl gehabt habe, jetzt ist der Letzte, der damit zu tun gehabt hat, auch entweder justifiziert oder abgeführt oder nicht erreichbar. Also ein einziger hat sich gehalten noch, der sich auf die Seite der Niederschläger des Putsches gestellt hat in diesem Augenblick und dadurch seinen Kopf gerettet hat, den Namen will ich nicht nennen,
weil ich mir das nicht vorgestellt habe, das ist das Einzige, wo Gefahr droht, wenn der umfällt, dann bist du auch dran. Er ist nicht umgefallen, sondern der ist in ähnlicher, besserer Position jetzt drinnen gestanden als einer, der den Putsch niedergeschlagen hat. Und mit dem habe ich dann, wie wenn vor dem 20. Juli nichts gewesen wäre, die offiziellen Dienstobliegenheiten gemacht, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt eigentlich sein Vorgesetzter gewesen bin, da ich also für den gesamten Südosten, während er nur für den Wehrgrad 17 mir Befehle zu geben gehabt hat. Mein Kampf konnte dann endlich fortgesetzt werden. Da habe ich zum ersten Mal diese Chance gesehen, die mir durch diese neue Funktion möglich gewesen ist. Notabene. Und so hat es begonnen, dass ich also Zug um Zug langsam versucht habe, einen nach den anderen von Personen, die ich als verlässlich angesehen habe, zu kontaktieren. Damals vor einer Gruppe österreichischer Patrioten, es waren 15 bis 20, habe ich zum ersten Mal das, was in meinem Kopf nach der Operation Walküre gewachsen ist, nämlich nicht nur, wie ich den Nationalsozialismus schaden könnte, sondern wie ich Österreich wieder auferstehen lassen könnte. Es war nur eine der Voraussetzungen, die ich gewusst habe, wenn ich es mir nicht gelingt, mit einer alliierten militärischen Truppe, die angesetzt wird, auf Wien in Verbindung zu treten, hat ein Aufstand oder eine Zusammenarbeit keinen Sinn. Und ich hatte den offiziellen Befehl, dass Wien zerstört werden soll. Zu zerstören sind die Bahnhöfe, die Viadukte, die Brücken über die Donau, der Donaukanal, die Verminungen der Öltanks in der Lobau, die E-Werke, das Gaswerk, die Getreidesilo und so weiter und so weiter. Alle werdet ihr mit Sprengladungen versehen und auf des Führers Befehl zerstören. Ich werde anstelle des Stichworts Gneisenau, das war das Stichwort, unter dem die Städte Deutschlands auf persönlichen Befehl Hitlers ihre eigene Vaterstadt zerstören sollten. Ich werde anstelle des Stichworts Gneisenau das Stichwort Radetzky geben und ihr werdet anstelle der Sprengkörper zu zünden, sie entschärfen und die Sprengungen zu verhindern. Doch auch die Operation Radetzky war für Karl Sokol lebensgefährlich. Während einer seiner Mitarbeiter und schließlich er selbst den Kontakt zu den Sowjets herstellte, wurden drei seiner engsten Mitarbeiter in Floridsdorf von den Nationalsozialisten öffentlich hingerichtet. So hat es begonnen damals. Und wie Sie wissen, darüber brauche ich nichts mehr erzählen, ist Wien eine der ganz wenigen, ich glaube die einzige Stadt im Großdeutschen Reich gewesen, wo seine Wiener mit der Waffe in der Hand gegen Hitler aufgestanden sind, entgegen dem Bild, das 7 Jahre vorher in die Welt gegangen ist mit dem Heldenplatz und den 250.000 jubelnden Wienern, um Hitler zu empfangen. Es wurde also damals bereits ein Kopfgeld auf mich ausgestellt und den einen von den Oberleutnants des Kommandos, der hat mich erkannt. Und da sind wir also da hinter einer Haustür gestanden und habe gesehen und der hat mich gesehen und hat sich umgedreht und ist weggegangen. Und so geschah es also dann, dass ich ja wirklich also in das
ein Hauptquartier in die Auersberg gekommen bin, versucht habe, diese Rettungsaktion noch zu machen für die Freunde. Und das ist leider misslungen. Ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie nie Angst haben. Bin ich dazugekommen, Angst zu haben? Wissen Sie, in dem Moment, wo man Angst gehabt hätte, hätte man es nicht gemacht mehr. Eine der Dinge, die so unwahrscheinlich sind, ist, glaube ich, die Ursache, dass ich davon gekommen bin, immer wieder. Und zwar ist durch die gesamte Zeit immer, also die Zeit der Verhaftungen und der Versuche, den Spion oder den Verräter oder wer immer das ist, habhaft zu werden, ist das gewesen, dass man mich eines unisono alle gefragt hat. Wer war Ihr Auftraggeber? Und Sie haben sich einfach nicht vorgestellt, dass der kleine Hauptmann oder Major dann wirklich das nur in seinem Kopf drinnen haben kann. Wenn es auch heute nicht mehr darum geht, dass, wenn man die Zivilcourage aktiviert, gleichzeitig das Blut fließen muss und der Tod die Folge ist, so ist das Zivilcourage, das Vertreten der eigenen Ansicht, das Vertreten dort, wo es irgendwo darum geht, wo sittliche Belange verletzt werden, einzutreten und das Seine zu sagen, ist etwas, das bis heute geht und das meines Erachtens die Voraussetzung ist, um eine Demokratie wirken zu lassen. Das Ende meiner politischen Tätigkeit war zweimal der Kopf geschoren. Eine Frau, die ich noch immer nicht heiraten konnte, ein Kind, das nichts zu essen gekommen hat, und alle meine hochgestochenen Freunde von rechts und links und wo immer, haben mich nicht mehr gekannt. Karl Sokol, der letzte Kronzeuge Stauffenbergs, ist ein Beispiel für Unerschrockenheit und Zivilcourage in Zeiten der größten Not. Wenn der spätere Filmemacher und Spätgeehrte vor Schülern spricht, dann lautet sein Resümee: Bleibt optimistisch und habt Mut zu euch selbst.